Das ist Wild West Online, das Spiel, dessen Ankündigung vor allem aus dem Grund große Wellen schlug, da der erste Screenshot erst für einen Screenshot aus dem großen Western-Konkurrenten Red Dead Redemption 2 gehalten wurde. Rockstars kommender Epos ist tatsächlich Vorbild der Entwickler, sie aber haben sich vorgenommen, das Red Dead Redemption für den PC zu entwickeln. Und jetzt haben sie auch ein erstes Gameplay-Video veröffentlicht, das wir uns nun einmal anschauen wollen. Angefangen im Charaktereditor. Da fällt sofort auf, dass dieser sehr dürftig ausfällt. Gerade mal 3 Gesichter pro Geschlecht mit jeweils 3 Haut- und Haarfarben plus ein Tattoo und eine Narbe, da wäre mehr drin gewesen. Naja, vielleicht gibt's im fertigen Spiel ja noch mehr. Ich würde allerdings nicht drauf wetten, da ja hier schon bestimmte Optionen ausgegraut sind. Oh, William, wie der Hauptcharakter von Westworld. Hä? Moment mal, der Server heißt Dolores? Auch wie in Westworld? Okay, hier hat man sich definitiv ordentlich inspirieren lassen. Vergleicht allein mal das Startgebiet hier mit dem Startpunkt Sweetwater in Westworld. In beiden Städten kommen wir hier mit dem Zug an. Ja, ich weiß, das ist halt eine Westernstadt. Trotzdem zeigen die Entwickler hier deutlich ihre Inspiration. Nun zum eigentlichen Spiel. Bei den Gebäudetypen der Stadt gibt's keine großen Überraschungen. Kleidungs- und Waffengeschäft, Bank, Saloon und Zeitungsstand. Am Zeitungsstand soll man sich im Spiel dann über Ingame-Ereignisse informieren können und Spieler, die besonders auf sich aufmerksam gemacht haben, sollen dann dort auch Erwähnung finden. Das ist eine durchaus coole Idee. Der Saloon dient als sozialer Treffpunkt für Spieler. Hier wird man aber auch in diversen Minispielen gegeneinander antreten können. Hier im Video sehen wir Poker und Roulette, soll aber noch mehr geben. Interessant zu sehen ist, dass es scheinbar ein Diebstahlsystem gibt. Wir können Gegenstände aufheben und wenn diese wem anders gehören und wir gesehen werden, dann kann es sein, dass wir Ärger bekommen. Apropos Ärger bekommen, das misst das Spiel anhand einer Sternewertung und wer sich viele Sterne einhandelt, der landet als Steckbrief auf dem Most Wanted Brett. Dort können andere Spieler dann Kopfgeldmissionen annehmen. Während der Gute sich hier auf den Weg macht, ein paar Worte zur Technik. Während die Landschaften und die Beleuchtung durchaus schön aussehen, bereiten mir die Animationen derzeit noch wirklich Kopfschmerzen. Das sieht noch sehr steif aus, gerade das Pferd, das hat Red Dead Redemption 1 schon um Längen besser hinbekommen. Ich hoffe, dass das nicht final ist. Eine Schnellreisefunktion gibt's auch, wir können sogenannte Rest Cabins freischalten und zwischen ihnen hin und her reisen. Die Rest Cabins sind gleichzeitig eine Art Safehouse, in dem wir auf die Bank zugreifen und uns umziehen können. Sogenannte Camps können wir überall aufstellen, die funktionieren dann als mobile Rest Camps. Das Camp des Kollegen ist Treffpunkt der beiden Kopfgeldjäger und ach du lieber Himmel, diese Laufanimation! Wer läuft denn so? Aber hacken wir nicht drauf rum, ist ja noch eine frühe Version des Spiels. Zusammen schleichen sich die beiden Kopfgeldjäger nun an das Camp des Gejagten heran und schalten ihn und seine Crew kurzerhand aus. Das Geld bekommen sie danach direkt in die Tasche. Hier stelle ich mir nun die Frage, sollen der gejagte Spieler und seine Freunde in dieser Demo echte Spieler darstellen? Denn auf dem Most Wanted Brett lesen sich die Namen teilweise wie Gamertags. Dass eine Jagd nach einem echten Spieler aber so verläuft, wie wir hier gesehen haben, das scheint mehr als unwahrscheinlich. Wir kennen das ja aus GTA. Ein Spieler mit Kopfgeld, der steht nicht einfach rum, der rennt durch die Gegend und stiftet Chaos. Ähnlich chaotisch dürfte sich dann also die Jagd nach ihm spielen. Allgemein wirft das gezeigte Gameplay genauso viele Fragen auf, wie es beantwortet. Wir haben einen kleinen Einblick in die verschiedenen Systeme bekommen, wissen aber immer noch nicht so richtig, was man denn jetzt genau im Spieleralltag macht. Das Abarbeiten der Kopfgelder dürfte schnell langweilig werden und nur als Nebenaktivität funktionieren. Auf der Webseite des Spiels ist von unendlicher Spielerfreiheit die Rede. Aber nur allzu viele Spiele haben uns in letzter Zeit gezeigt, dass alle Spielerfreiheit der Welt nichts nützt, wenn es an ausreichender Motivation fehlt, diese Freiheit auch auszunutzen. Auf der Webseite ist schon von geplanten Erweiterungspacks die Rede, ohne dass wir wissen, ob die geplanten Grundlagen überhaupt funktionieren. Die Pläne der Entwickler wirken sehr ambitioniert und hören sich in der Theorie super an. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen, dass man sich da vielleicht ein bisschen zu viel vornimmt, denn am Ende muss das Spiel vor allem eines: motivieren und Spaß machen. Ich will mal vorsichtig optimistisch sein und es ist auch schön, das Ganze nun mal in bewegten Bildern zu sehen, aber um meine Bedenken nachhaltig auszulöschen, dafür reicht das gezeigte Material einfach noch nicht aus. Hoffen wir auf mehr.